hier ist Jochen Janne, kommt auch hier aus der Nähe von Braunschweig. Das ist das Schwarz mit den gelben Streifen. Vorneweg Christian Wermann. Die Fahrzeuge fahren alle die gleichen Reifen. Die Chassis ist wie bei der Formel 1 alles unterschiedlich. Hier wird auch das feinste Material verwendet, von Kohlefaser über Magnesium, Aluminium. Hier ist alles drin, was praktisch auf großen Tourenwagen oder auch drin ist. Wir haben die andere Karossen gefahren. Der eine fährt gerne eine Mazda, der nächste fährt gerne eine S5. Es gibt natürlich verschiedene Karossen, die man hier fahren kann. Immer noch vorne weg ist der Christian, weiß vorne, schwarz hinten. Fahrzeuge, die jetzt hier sind in der Geraden anliegen. Spannende Kämpfe im Augenblick nur auf den hinteren Plätzen vorne. Die beiden führenden Plätze sich gerade vom Drittplatzierten so ein bisschen ab. Oder eine Hilfe kommt schon mal nach oben auf perfekte Linien, aber ich glaube nicht. Oh, ein kleiner Fehler von Christian, jetzt Uwe ganz dicht am Ende der Geraden dran. Das Auto, was hinten grün ist. Der Zweitplatzierte, jetzt in Jugendfield, jetzt die kleine Gegengerade. Da können wir ein bisschen weit außen. Uwe kommt wieder dichter ran. Ah, der Kampf der beiden nach vorne ist für Jochen, der auf Platz 3 ist, der nicht ganz so weit weg ist. Jetzt die beiden führen und nach vorne sind ein bisschen behaken. Dann ist für Jochen noch die Möglichkeit, da ganz dicht anzufahren. Ja, ein bisschen zur Technik von den Autos. Das sind Allradautos, die meisten Autos sind wie angetrieben, also einer nach vorne, einer nach hinten. Auch Fehler von Uwe. Das wirft ihn ganz hart zurück, aber gute Aktion von Uwe Reimann, die Helfer hier. Uwe fährt nochmal in die Krise. Jetzt, glaube ich, vorletzter. Jetzt für Christian, der jetzt schon einen Mörder-Vorsprung hat. Ein etwas leichteres Spiel, da braucht nicht mehr ganz so extrem eng zu fahren. Da kann jetzt ein bisschen auf Sicherheit fahren. Er hat keinen Vorsprung. Das werden wir aber erst in der nächsten Runde ganz aktuell sehen. Und mal gucken, sehen wir hier. 3 Sekunden Vorsprung von Christian auf den Jochen Janne auf Platz 3. Jetzt kann er durch vorrutschen. Der Thomas Fleischmann, auch hier der Jens. Ich glaube, der Jens ist der einzige hier im Finale, der ein Kanan-Auto fährt, also das ist die Kanan-Welle von vorne nach hinten durch. Für den Antrieb, die anderen Fahrzeuge, glaube ich, alle sind hier wie im Angetrieben. Dann noch zu den Autos. Einzelne Aufhängung über großen Autos. Jeder kann da an den Federn, also an den Schluss der Verbauung, also Reste mit Öl und Lochplatten und Federn, also das ist ein sehr großes Auto. Der einzige Vorteil dieser kleinen Autos ist, man sitzt nicht selber drin. Also wenn man Auto geht, dann tut man sich dann unter Bewegung. Die Karossen, die können so richtig was lassen. Ich habe hier mal eine Karosse mitgebracht, der nochmal voll, also ich kann da ganz schön viel mehr machen. Also die gehen nicht so kaputt wie so bei so einem großen Auto. Ah, vorne weg liegt immer noch der Christian. Kommt jetzt vom Fahrerstand rein, das ist der Führende. Und jetzt kommt erst der Jochen, also der Vorsprung jetzt ist 5,4 Sekunden. Also der Christian kann seinen Vorsprung ein bisschen aufbauen. Also Thomas Fleischmann, der macht jetzt richtig Attacke auf den Jochen. Jochen ist ein alter Fuchs, der fährt glaube ich schon gefühlte 75 Jahre. Den kennen auch ganz, ganz viele Fahrer. Oh, mal gucken, wie der Abstand jetzt ist. 3,3 Sekunden, also da ist nicht so ganz so viel passiert. Fahrzeit haben wir noch von 2,20. Schade eigentlich, dass die Fahrzeuge weit auseinander sind, da kann man gar nicht ganz so viel erzählen und das Rennen kommentieren. Ja, wie gesagt, vorne weg ist der Christian, so ein Rennen dauert ja hier 7 Minuten. Da kann auch viel passieren, wenn man seinen Rennen vergessen hat.
da gemacht von der C, glaube ich, oder der 9, das ist hier weit weg, ich kann nicht mehr, aber schön, haben wir ein bisschen nach Hause gefahren. Der Christian, der ist so gut, dass er da in der Mitte vorbei ist, gar nicht 10 war es gewesen. Da gemacht. Ich sehe einfach ein bisschen Zeit, bis der zweite, dritte Platzierte dann irgendwann mal kommt. Ah, der Vorsprung jetzt ist 3,9 Sekunden und das ist noch genau eine Minute zu fahren. Der zweite Platzierte, der Uwe, der vorhin hier in der Wiese gefahren ist, ist halt schon wieder auch richtig vorgearbeitet. Gewonnen hat das Rennen Christian Hermann Jochen.